Und es quatten wenig Spellstone. Heute werde ich craften, Gold ausgeben, mehr Frösche etc. Der Dungeon ist zu Ende und ich wollte noch kurz zeigen, also ich habe es bis 124 dann nochmal raufgeschafft, aber leider nicht die 125 mit den restlichen Angriffen. Es haben einige Leute die 120 bei uns geknackt, das ist sehr schön. Shoutout übrigens auch unter anderem an Gurkenhals, denn der ist, glaube ich, soweit ich weiß, zu 100% Free-to-Play. Bei Revel und 2 Rabe weiß ich es jetzt nicht ganz genau, aber mit Free-to-Play 130 knacken, sehr, sehr fein auf jeden Fall. So, ich will jetzt sein Deck nicht zeigen, weil vielleicht ist das ein Geheimnis. Das habe ich schon mal gesagt, die Decks der anderen, das haben die Leute nicht so gerne, glaube ich. Weil angenommen, man bekommt die dann im PvP-Kämpfen, dann weiß ja der andere sofort, beziehungsweise man könnte es sich im Internet ansehen, was jemand bekommen hat oder welche Decks jemand besitzt. Von daher, ich werde jetzt aufrüsten, verdampfen etc. pp. Karten öffnen, Gold ausgeben, all solche Dinge, denn Event gibt es leider jetzt noch nicht und ich will aber trotzdem ein Video aufnehmen. Wir sortieren kurz nach den Fröschen. Ich hole mir jetzt nämlich, solange das noch billiger ist, hole ich mir noch ein paar Frösche zum Beispiel und zwar den hier. Moment, 6-mal ist unnötig, ich mach mal, beziehungsweise wie viel habe ich denn? Ich habe ja bestimmt auch noch was, oder? Aufrüsten, sortieren nach den Fröschen, denn durch dieses Verhexen alle, das haben wir im Park geschrieben, ich glaube, damit kann ich irgendwas bewirken. Damit kann ich dann definitiv was anstellen. 2 Krötenweise habe ich und keinen einzigen von den Giftfröschen. Okay, schade. Dann, obwohl das, immer verklicke ich mich, das Feature Card Resummen kann man auch über das andere Menü machen. Egal. So, den Ochsenfrosch. Also 4-mal, 120, Kavums, Kavems und Kabams, dann, schade, kein Krötenweiser mehr, kein Krötenweiser, oder? Nein, hier sind dann nur die grünen, klar, das ist sortiert nach der Wertigkeit. Und den Heldenfrosch hole ich mir dann auch noch 4-mal, glaube ich. So, ich hoffe, den habe ich jetzt nicht im Inventar. Ansonsten wäre das doof, aber ich kann ihn einfach wieder verdampfen. Stimmt, Quatsch. Obwohl, nein, bei dem nicht. Nur bei den Karten, die sich geändert haben. Und den Heldenfrosch, den haben sie gleich gelassen. Und jetzt muss ich kurz aufrüsten, denn ich habe hier echt zu viel des Guten. Beziehungsweise, ich kann dann auch, ich glaube, ich kann wieder eine Arena-Karte holen. Vielleicht bekomme ich ja da irgendwas vierfach. Ich will jetzt nämlich immer mehr in Richtung Froschmaster gehen. Und mit dem Verhexen alle. Ja, das muss man irgendwann machen. Sein Gold ausgeben komplett. Und hier die hochziehen, die Karten. Jetzt mal fusionieren. Und so geht auch wenigstens ein bisschen Arkanstaub weg. Ich habe jetzt auch, um wieder auf die knapp 50.000 Gold zu kommen, ein paar von diesen Items im Inventar, die man immer beim Event bekommt, eingelöst. So, da habe ich auch noch 10.000, 20.000 in petto sozusagen. Könnte ich dann extra öffnen. Einmal, also manchmal öffne ich außerhalb des Videos, wenn sich es gerade nicht ergibt. Und ich habe eine legendäre Karte bekommen. Jetzt kann jeder mal kurz raten, welche das ist. Eine legendäre Free-to-Play-Karte. Und ich werde sie gleich, nachdem der toxische Ochsenfrosch gelevelt ist, werde ich sie gleich zeigen. Und es ist. Welche könnte es nur sein? Eine Karte, die ich benötige? Naja. Ich glaube, es ist eine Karte, die man bald benötigen kann. Komm, mach schneller hier. Ich will die Leute nicht länger auf die Folter spannen. Wir sortieren nach Legendär und nach Engeln. Es war nämlich der Racheengel. Meine vierte Karte jetzt hier im Gepäck. Und wenn ich irgendwann mal zu viele Ressourcen habe, werde ich die einfach nebenbei hochleveln. Den Engel habe ich jetzt vierfach. Doppelschlag, versengen, 2 plus 2 sind wir bei 4. Da eine Versengen-Rune rein wäre schon, glaube ich, sehr fein. Dann habe ich die Karte mit versengen, dann hätte ich zu long mit versengen. Okay, das war's mal hiervon. Jetzt öffnen wir eine Arena-Kiste. Wie lange gibt es denn die noch? Noch 16 Tage. Holy, holy. Also, da werden wir noch sehr lange mit den aktuellen Events rumlaufen. Wird geöffnet und ich bekomme die Blitzquappe.
Sehr schön. Habe ich die jetzt schon mal? Ich glaube nicht, oder? Erneut öffnen. Oh, das geht sich aber weitem nicht aus. Okay, egal. Dann wieder zurück. Nein, beziehungsweise nicht zurück. Wir öffnen hier gleich. Habe ich diese Blitzquappe? Die hätte ich nämlich echt gerne. Die ist nämlich noch defensiver, glaube ich, als der... Obwohl, sie hat keine Unsichtbarkeit. Oder? Noch defensiver als dieser Heilerfrosch. Hat aber heilen alle. Das heißt, würde auch zum Beispiel Atlas heilen und nicht nur heilen alle Frösche. Das packen wir mal weg. Und jetzt werde ich noch ein paar andere Karten verdampfen. Den Aal kann ich wegpacken. So. Nein, die habe ich leider erst einmal doppelt fusioniert und das war's in Summe. So. Dann Goblins sind auch schon längst vorbei. Die kommen alle weg. Den Red Cloud Tamer habe ich noch zweimal einzeln. Dann Drachen, ja, die Drachen werden wir längere Zeit vermutlich nicht mehr erleben. Tut sich hier noch was? Zwei von diesen Kröten. Felsentitan, der kann auf jeden Fall zweimal weg. Riesiger Kraken genauso. Der komplett. Und, boah, jetzt bin ich gleich wieder bei den 4000. Was ist denn da los? Den Schamanen kann ich auch wegpacken. Beetle wegpacken. Den hier wegpacken. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt noch craften werde. Beziehungsweise, den behalte ich mir mal. Wer weiß, was ich noch so anstelle. Dann habe ich ja noch einmal doppelt fusioniert direkt. Die Erzader kann weg und das war's. Das verdampfen wir erstmal alles, dass ich wieder schön Platz habe jetzt zum Karten öffnen, ausgeben, Dingenskirchen und so weiter. Boah, das dauert lange, wenn man da so viele ausgibt. Genau. Und mein Fortschritt, das interessiert auch manche, ich bin nicht weit, weder bei Narix 40 von 50, aber ich habe diese ganzen Fläschchen auch noch nicht ausgegeben, muss man sagen. Und hier 196 von 250, das ist am Weg zu der legendären Karte erst und noch nicht zur mystischen. Das heißt, es dauert noch ein bisschen und bei Verus bin ich bei 4683 von 5000. Habe jetzt aber schon länger kein, ich sag mal, kein Jackpot-Windseelenpaket bekommen, denn... Das gibt es ja manchmal so, hier, dass man mehr Windseelen bekommt. 30 Stück, 80 Stück, 90 Stück, ich weiß gerade nicht auswendig, wie sie das reduziert haben jetzt mit der neuen Änderung. Aber jetzt täte mal eine legendäre. Wieder nicht so schlecht, würde ich sagen. Das fände ich ganz gut. Oh, Moment mal, und ich wollte mir auch die Box ansehen. Was gibt es denn aktuell für eine Box? Denn zwei Schlüssel hätte ich. So, Lucky Frog und... Ist es die einzige Box gerade? Und die Sharpshot Box. Moment. Ich schau mal hier in die Lucky Frog Box rein. Hui. Der ist ja mal witzig. Unsichtbarkeit 4. Oh, eine Zweierverzögerung mit Unsichtbarkeit 4. Na, der ist perfekt, um gegen Schlecken gerüstet zu sein. Aha. Ein paar von denen hier. Naja, ich glaube, da mache ich auf, oder? Weil da wären Karten dabei, die ich schon teilweise besitze. Sind die auch hier? Nö, hier sind die gar nicht. Mann, warum ruckelt denn diese Box immer so? Ich gebe jetzt hier den Schlüssel aus. Einfach so. Kabums. Und... Toadplay habe ich noch nicht. 88 Fragmente. Wenn ich 1000 habe, kann ich mir den Lucky Frog holen. Nochmal öffnen. Und... Kabums. Eine legendäre Karte sogar. Der Mollusk Snarecaster. Okay, was hätte der? Einserverzögerung, ein ganz schneller Frosch. Frosch Seafolk, okay, verhexen alle zwei. Boah, ein Alle-Zauber mit einer Einserverzögerung? Das ist nicht so schlecht. Legendäre Rune, wäre das dann nicht verhexen alle vier? Oder ist da nicht mindestens plus zwei? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall. Ich gehe da nochmal raus. So, verdampfen. Also, Schlüssel jetzt ausgegeben, war nicht unbedingt... notwendig, aber zumindest hätte ich da Karten gehabt. Hier diese Anura Witch zum Beispiel hätte ich vierfach bekommen. Beziehungsweise hätte ich nicht bekommen, aber die habe ich einmal auch aus der Box erhalten. Und da hätte ich die Chance gehabt, die vielleicht ein doppeltes Mal. Und dann hätte ich vielleicht mal Geld ausgegeben oder Splitter. Ich meine, ich kann 10-mal öffnen im Prinzip mit den Splittern, wenn man das so sieht. Aber ich meine, ich muss sagen, diese ganzen Froschheile und so weiter. Gerade beim Frosch-Event... Bin ich jetzt echt so gut gerüstet? Da würde ich dann eher bei einem Event Geld ausgeben, wo ich wirklich wenige Karten habe, sodass ich da dann ordentlich was machen kann.
denke ich mal. Nicht genau bei den Fröschen, wo ich begonnen habe. Die erste epische Elementarmagierin. Genau bei dem Event, wo ich wirklich gut gerüstet bin eigentlich. Von daher, ja. Oder da hätte ich das noch eher für die Blackfin-Karte machen sollen, als man die damals kaufen konnte. Aber da wusste ich noch nicht, dass mir nur eine einzige fehlen wird. Für vierfach fusioniert, da hätte ich nämlich zwei kaufen müssen. Eine hätte ich mir vielleicht echt gekauft, um ehrlich zu sein. Das ist im Nachhinein betrachtet echt ärgerlich, denn die Karte ist schon spitze. Selbst teilweise ohne Event, mit Verhexen alle und so. Korrosiv hält so viel aus. Und ist ja eine Untote. Also zwei Fraktionen, noch zu Chaos zusätzlich. Sprich, wenn mal wieder das Untoten-Event kommen sollte, hätte ich die Karte dann auch. Aber egal, ist jetzt zu spät, gibt es nicht mehr im Shop zu kaufen. Aktuell bekommt man diese Heilerin Lilianes Blessing. Hat eine 1er Verzögerung und heilen alle. Ist auch nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Zumindest sieht sie nicht so schlecht aus. Aber egal, genau. Das war die Sache. Also, wenige epische bisher. Und, okay, ich habe jetzt ca. 10.000, 15.000 Gold ausgegeben. Wenige epische und noch keine legendäre. Aber vielleicht die legendäre, die habe ich eben außerhalb der Aufnahme bekommen. Das heißt, jetzt dauert es mal wieder ein bisschen. Das sage ich nicht so im Sinne von, dass das Spiel, dass ich so abergläubisch bin, als würde das Spiel intern festlegen, okay, du hast jetzt eine legendäre bekommen, jetzt dauert es mal wieder ein bisschen länger für dich, bis du die nächste legendäre bekommst. Nein, an sowas glaube ich nicht. Da gibt es definitiv keinen Regler, sondern ich meine einfach nur so, die Chancen sind nicht so hoch, dass ich zweimal hintereinander eine legendäre erhalte. Aber ich will nur an mein ultra-legendäres Spellstone-Video erinnern, wo ich zwei legendäre aus einem Paket erhalten habe. Kein Witz, ich habe einmal dieses 10er Grundpaket... Oh, episch, sehr schön. Ich habe einmal dieses 10er Grundpaket geöffnet und habe zwei legendäre Karten bekommen. Hätte ich davon kein Video gemacht, würde mir das niemand glauben. Das war wirklich... Ich glaube, das ist ein einmaliges Erlebnis. Das passiert nicht zweimal im Leben. Definitiv nicht. Das war schon ziemlich... ziemlich krass, muss man sagen. Ich hole mir jetzt... Wo ist er denn? Ganz rechts. Warum bist du da ganz rechts? Ich hole mir den Heldenfrosch. Nochmal vierfach, denn ich muss ja sowieso Arkanstaub loswerden. Und den besitze ich eigentlich erst ein einziges Mal. Und das müssen wir ändern. Und eventuell, ich habe jetzt so viele Rune bekommen und nichts davon verwenden können. Soll ich eine legendäre Ermächtigen-Rune in den reinstecken? Oder würdet ihr mich dann hassen? Oder eine Lebensrune oder irgendwas, keine Ahnung. Also ich finde, in 1er-Verzögerungen mit wenigen Lebenspunkten lohnt sich natürlich eine plus 5 Lebenspunkte-Rune enorm. Denn prozentuell gesehen ist das eine gewaltige Steigerung. So, zweimal doppelt fusioniert. Jo, und was anderes als entweder ermächtigen oder Lebenspunkte kann man bei dem Frosch ja gar nicht reinpacken. Denn für Erstarren gibt es keine Rune. Das wäre, glaube ich, auch zu krass. Weil manche Karten... Es gibt Karten mit Erstarren jede 2, oder? Und angenommen, es gäbe eine Rune, die das um 1 reduziert. Jede Runde Erstarren, das wäre, glaube ich... Das würde manche Karten einfach ausbalancieren. Die wären dann nicht mehr fair. Okay, also. Hier ist der Quaker. Wir machen mal runenmäßig und sehen uns nur kurz an, was man denn machen könnte. Auf ermächtigen 9. Ich meine, ist schon krass. Der hätte direkt 11 Angriff als 1er Verzögerung. Könnte in der ersten Runde jemanden außer Gefecht setzen. Trifft dann nochmal und hat folglich 22 Schaden verursacht. Aber die Rune sollte ich doch eher woanders reinpacken, oder? Oder hier von 15 auf 20. Ist natürlich auch genial. Naja, was soll man tun? Was willst du tun? Oder ich setze hier jetzt eine Rune rein. Korrosiv zum Beispiel. Ochsenfrosch, irgendwo noch eine Rune. Egal, ich öffne mal weiter mit Gold und so weiter. Dann können wir uns das überlegen. Aber im Prinzip, jetzt gibt es ja das neue Runen-Update. Und ich will aber, ich crafte jetzt so lange legendäre, das ist mir vollkommen egal, bis ich eine Lebenspunkte-Rune habe. Und erst dann mache ich wieder irgendwas anderes. Denn... Der Gurkenhals, der hat sogar nicht mal
also aus unserer Gilde Gurkenhals, der die 130 geknackt hat als Free-to-Play, der hat nicht mal großartige Runen drin in seinem Deck. Und das mit Free-to-Play 130, echt heftige Sache. Glückwunsch dazu. Ich glaube, der hatte auch den Cedric als Helden. Den aus Cedric. Was lädt denn Windows gerade jetzt? Mach keinen Harakiri hier, was willst du? Windows, beruhigst dich mal oder brauchst du einen Backpfeife? Ich weiß nicht, was da manchmal los ist. Hier immer Updates dies, Updates das, Updates Ananas und so weiter. Na gut, aber egal, kommen wir... Yo, jetzt hör mal auf, dich zu drehen. Und wo waren wir? Ich weiß nicht, wir waren irgendwie bei zwei Legendären in einem Päckchen. Und das... Ich glaube, das dürfte noch nicht vielen Spielern passiert sein. Denn man sieht ja, wie viele man öffnen muss. Und da gibt es nicht mal eine epische. Und dann zwei Legendäre in einem Paket. Sorry, aber... Das kann ja wohl... Oh, ganz vergessen! Darauf habe ich mich ja gefreut in der letzten Folge, weil die so lange war. Länger als eine Stunde. Habe ich dann nicht mehr gecraftet. Eigentlich gar nicht mit Absicht. Ich wollte es dann tatsächlich noch machen, aber ich habe es vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Das mache ich jetzt. Ah, wieder mittendrin. Das wollte ich an den Anfang packen, am Anfang schneiden. Beziehungsweise öffnen. Egal. Nicht öffnen, craften. Ich bin durch den Wind. Ich kann 4 epische Pakete craften. Nummer 1. Und ein legendäres, glaube ich, auch. Der Heldenfrosch. Okay, jetzt hätte ich ihn einmal nicht resummonen müssen. Und hätte mir ein bisschen Arkanstaub gespart, denn der war nicht vergünstigt. Aber egal. Gefallener Engel. Boah, aber so ein Engels-BG wäre jetzt auch krass. Denn ich glaube, den müsste ich schon 4-mal oder so haben. Also 4-mal vierfach fusioniert. Meine ich. Und nicht 4-mal einfach nur normal. Riesiger Kraken, okay. Reicht auch schon langsam mit diesen Karten. Und ein letztes Mal. Garganotos. Der wird länger nicht benötigt werden, vermutlich. Denn ein Goblin-Event hatten wir erst. Legendäres Paket. Ein einziges Mal. Jetzt drücken wir aber die Daumen, zum Beispiel für Blackfin oder irgendwie sowas in der Art. Blackfin, 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 Black, Black, Blackfin, Ronin. Reimt sich auf Blackfin, naja, nicht ganz, aber ein bisschen. Ist jetzt mein 5. Ronin, von daher unsinnig, unnötig, aber egal. Habe ich einmal vierfach, Verhexen 2, Verhexen 5 hat er bei mir mit legendärer Rune. Gut, schade, kann man nichts machen, aber was soll's. Verdampfen, Menge hinzufügen, Heldenfrosch, schweren Herzens weg, habe ich im Prinzip 30 Arkanstaub unnötig verschwendet, denn ich habe, glaube ich, 60 gezahlt fürs Wiederbeleben und unterm Strich ihn jetzt sowieso bekommen und für 30 wieder verdampft. Also war egal, was sind schon 30 Arkanstaub, ernsthaft, früher war es so, boah, Arkanstaub, wichtig, wichtig, wichtig und jetzt ist es so... Naja, Arkanstaub, wo kann ich den reinstecken, dass der endlich wegkommt? Der Unterschied ist natürlich nur, wenn man mal ordentlich Geld ausgibt und sich irgendwie 10 legendäre Felsentitan und sich irgendwie 10 legendäre Shopkarten aus der Box holt, dann benötigt man erstmal weitaus mehr als irgendwie 5000. Arkanstaub, um die ganzen Karten aufzuwerten. Aber da gibt es so einen Trick irgendwie, das kann man machen. Man bunkert seinen Staub in weißen Karten. Denn aus weißen Karten, die hier, wenn man die aufwertet, bekommt man 1:1 den Arkanstaub wieder zurück beim Verdampfen. Bei anderen Karten ist es ja dann weniger. Nicht mehr der 100%ige Ursprungswert. Und ich glaube, so machen das auch manche, dass sie zum Beispiel irgendwelche weißen Karten vollpumpen. Und dann... einfach, wenn sie mehr als diese 5000 Arkanstaub benötigen, die ganzen weißen Karten wieder einschmelzen und dann im Prinzip vielleicht sogar 10.000 Arkanstaub bunkern können auf einmal. Aber diese Grenze ist eben genau dafür gedacht, dass man nicht plötzlich 50.000 Arkanstaub ausgeben kann und sich dann irgendwelche ganz neuen Karten 15 Mal ins Deck nimmt. So, glaube ich zumindest, dass das deshalb gedacht ist, aber ich komme schon wieder fast auf die 5k. Von daher langt das und einmal öffnen wir noch hier die vollen Ladungen. Dann habe ich wieder ein bisschen Gold ausgegeben. Legendär war das Video zwar schon, aber leider nicht im Paket öffnen, sondern nur durch das geschummelte Paket, wo sowieso zu 100% eine legendäre Karte drin ist. Aber hey, ich meine, ich glaube für manche Events
kann auch zweimal Ronin nicht schaden. Das heißt, der Weg zum zweiten Ronin beginnt jetzt. Aber dass der wirklich sinnvoll ist, bräuchte ich mindestens eine epische Fexenrune. Oder aber eine legendäre Fexenrune. Und die legendäre habe ich erst zur Auswahl gehabt mit den drei Crafting-Runen. Aber habe mich für was anderes entschieden, weil ich dachte, Fexen werde ich jetzt längere Zeit nicht mehr benötigen, wenn ich das erst in meine Ronin-Karte gesteckt habe. Und ansonsten kenne ich kaum Free-to-Play-Legendäre-Karten, wo ein Verhexen dabei ist. Krötenweiser! Ja, einmal brauche ich den jetzt noch. Dann hätte ich den viermal vierfach. Ich meine, ist die Frage, ob der viermal vierfach sinnvoll wäre. Aber einmal müsste ich ihn noch erhalten. Vielleicht kommt das ja noch. Event dauert ja noch einige Tage und dann ist das Frosch-Event plus ein anderes Event und das dauert einige Tage. Na gut, hätte ich mal wieder 50.000 Gold ausgegeben. In etwa verdampfe nochmal alles und freue mich. Jetzt werde ich mein Deck ändern, ein bisschen und damit mal probieren. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber eigentlich eher noch nicht so im PvP, weil viele Leute noch mit den ganzen Schildkarten rumlaufen, Schildpanzerung etc. Aber ich will es mal austesten. Habt ihr ja vorhin gecraftet, die Frösche. Und von daher, den Sturmspalterdrachen habe ich echt gemerkt, den setze ich zu selten ein. Deshalb Ochsenfrosch rein. Und ja, im Prinzip alle anderen sind echt gut. Genau. Ja, den Quaker, den werde ich bestimmt irgendwann nochmal verwenden. Aber für jetzt. Ach, da ist sogar nur eine grüne Rune drin bei mir. Ich meine, dann ermächtigen 9 anstelle von 7 wäre schon ein Unterschied. Nicht, dass ich jetzt hier eine Rune reinpacke, sondern in die andere. Aber das ist echt, durch das Ermächtigen kann auch viel geschehen. Naja, egal. Kämpfen wir jetzt mal mit diesem... Oh, Moment, da trinke ich kurz Prämien nach. Boah, plus 10 gleich. Das müsste man sich eigentlich für ein Event aufheben. Dann muss ich jetzt die niederschmetternde Tatsache zeigen. Ich bin in Gold 1 angekommen. Und es läuft gerade alles andere als rund. Okay, ich meine, jetzt bekomme ich Platin 3. Das geht ja noch. Aber im Durchschnitt kämpfe ich gegen Platin 1. Ich hatte sogar schon Rubin. Fragt mich nicht, wie das rein von diesem Matchmaking her überhaupt möglich sein darf, dass ein Goldspieler gegen Rubin kämpft. Ich meine, Rubin, das ist jetzt die Top-Liga, wo nur die krassesten Leute mitzocken. Naja, und dann verliert man auch wirklich 5-mal hintereinander, wenn immer nur die krassen Leute kommen. Aus Gold? Ich kämpfe nie gegen Goldleute. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber es ist leider so. Gegen Goldspieler kämpfe ich nur äußerst, äußerst selten. Das ist krass, aber was soll's, so ist es leider. Deshalb, das ist vorgestern passiert oder so, kämpfe ich seit vorgestern leider mit immer mit Goldkisten. Was definitiv weitaus weniger ist als hier die Platinkisten, an die ich mich schon gewöhnt hatte. Aber so ist es jetzt leider. Kann man nicht ändern. Das wird auch vermutlich so bleiben, wenn ich das richtig sehe. Okay, was treibe ich denn da jetzt? Das ist gerade, je nachdem, wer geschleckt wird. Oh, genau, 16. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nö, das dürfte passen. Jetzt sind zwei Karten direkt weg vom Fenster, das kann... Da hat er auch aufgegeben. Dankeschön. Und wir sind bei Gold. Und dann kaum bin ich im Platin, gibt es wieder Platin... Also Platin 3, gibt es Platin 1 Gegner oder Rubin Gegner. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich gesehen habe. Aber genau, das hat jetzt nicht wirklich viel über das Deck ausgesagt, dieser eine Kampf. Aber egal, das ist es jetzt mal. Vielleicht ändere ich das wieder um. Aber der Sturmdrache, der war mir echt ein Dorn im Auge, um ehrlich zu sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.